dass der Bischofsstab, der ja eigentlich ein Hirtenstab ist, früher den Hirten gedient hat, seine Schäfchen zusammenzuhalten. Wenn ihm eines ausgekommen ist, dann hat man mit dieser Biegung das Schäfchen zurückgebunden. Heute hat der Bischofsstab den Sinn, die Menschen zusammenzuhalten, damit es ihnen gut geht, damit sie freundlich miteinander umgehen. Gell, Jonathan? Ja. Den kleinen Jonathan, den sehe ich heute zum ersten Mal. Ja, Jonathan, du brauchst dich nicht zu verstecken. In diesem Buch steht gar nicht über dich drinnen. Ja, wie soll das auch sein? Bist du ja erst 2 Jahre alt. Du bist ein ganz ein lieber kleiner Knabe. Ja, stimmt. Jonathan, ich glaube, ich habe ein Geschenk für dich. Jonathan, schau mal. Das ist für dich, weil du so über die Mama Katharina steht in meinem Buch natürlich schon etwas mehr. Und so etwas, dass sich auch fast nur erfreuliche Sachen drin befinden, kommt heutzutage nicht mehr so oft. Kathi ist ja kontaktfreudig, steht hier. Ich weiß es nicht mehr ganz genau, in welchem Monat ich mir das notiert habe. Sie hat schon einmal Russisch studiert und pflegt sogar regelmäßig Kontakt mit Vorarlbergern. Aber sie hat auch ihr Studium abgeschlossen und der Menschheit schon einen himmlischen Pensionszahler geschenkt. Was ich im Buch noch nicht lesen kann, ist, ob sie ihren Sohn Jonathan, den kleinen Knirps, als Einzelkind aufwachsen lassen möchte. Aber das wissen wir ja spätestens im nächsten Jahr, wenn ich wieder auf die Erde komme. Und vielleicht in dieses Haus. Das ist toll. Ja, ja, ja. 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 Ja,